Nee. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also die Union ist genauso ja auch wie andere oder die SPD als Volkspartei, aber wir sind als Volkspartei natürlich auch einigermaßen repräsentativ für die Gesellschaft. Und ich glaube, gerade in der Internet-Community erscheint immer schon mal der Eindruck, als würden alle mittlerweile Nerds sein in Deutschland. Aber es ist halt eben nur ein gewisser Teil der Bevölkerung. Und wir müssen natürlich auch irgendwo mit denjenigen reden können, die halt Offliner sind oder die Bedenken haben, die nicht so sehr die Chancen sehen. Und das ist das, was man halt eben in der Union genauso muss, glaube ich, wie in der Gesamtgesellschaft. Ich glaube, bei der Vorratsdatenspeicherung muss man irgendwo einen Weg in der Mitte wählen. Also aus meiner Sicht ist es zu viel gewesen, was an Daten erhoben wird. Es gibt aber bestimmte Dinge, die sind für die Ermittlung schon erforderlich. Ich bin auch jemand, der sagt, organisierte Kriminalität muss man bekämpfen. Da darf auch der Staat nicht tatenlos daneben stehen, wenn auch gerade mit dem Internet halt eben Bandenstrukturen aufgebaut werden. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Und ich habe den Eindruck, bei der alten Vorratsdatenspeicherung wurde es übertrieben. Was ich zum Beispiel für eine sinnvolle Sache erachten würde, wäre IP-Adressen für einen gewissen Zeitraum zu speichern. Dann wirklich auch unter Richtervorbehalt, unter höchsten, strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Aber sich von anderen Dingen, zum Beispiel dem ganzen Thema Location-Based Services, dann auch zu verabschieden. Man muss sich ja fragen, was ist eigentlich das Ziel von allem, was man tun möchte mit Regulieren? Und je länger ich über diese Fragen nachdenke, umso eher meine ich, das Ziel muss es sein, das Internet eigentlich so zu erhalten, wie es jetzt ist. Ich glaube, wir haben ein sehr freies Internet und ich bin ganz zufrieden mit dem Status quo, den man hat. Es gibt natürlich an verschiedenen Stellen auch Dinge, die mal in die eine, mal in die andere Richtung verändert werden können, vielleicht auch sollen. Aber ich glaube, das muss man mal als erstes festhalten, das Internet eigentlich so zu bewahren als Ort der Freiheit, wie er jetzt ist. Also Netzneutralität ist aus meiner Sicht wichtig, aber ich möchte nicht, dass man sozusagen eine Macht von Unternehmen durch eine Macht des Staates ersetzt. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, möglichst viel Freiheiten lassen. Deshalb möchte ich keine Superbehörde haben, die auf einmal jetzt anfängt, überall zu gucken, welcher Provider macht da welche internen Vorgänge und sich da überall einzumischen. Davor habe ich Sorge und wir glauben bisher noch, dass man im Thema Netzneutralität, wenn man auch ein wirkliches Druckgebilde aufsetzt, eben auch diese momentan sehr freiheitliche Situation erhalten kann. Sollte sich das ändern, muss man auch agieren. Ich glaube, wir werden jetzt schon eine spannende Diskussion führen über die Frage dieser Verordnung. Im neuen Telekommunikationsgesetz ist es ja nun erstmalig vorgesehen, dass jetzt tatsächlich auch zur Netzneutralität eine Verordnung erlassen wird. Was wir uns auf jeden Fall wünschen, sind jetzt auch verstärkte Untersuchungen und Berichte der Bundesnetzagentur, um überhaupt erstmal zu schauen, ob es da Probleme gibt oder ob sich Probleme entwickeln. Es ist interessant, dass Sie das fragen, weil damit wird meistens Netzpolitik gar nicht konfrontiert. Also ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eher unglücklich agiert im Bereich Internet in der Vergangenheit. Alleine schon das Thema, sich bei dem wichtigsten Zukunftsmedium mit zu beschränken auf 1% der Gebührenausgaben, das habe ich nie für eine weitsichtige Entscheidung gehalten. Und ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ins Internet, unbedingt. Das ist das Zukunftsmedium und er muss da vernünftig präsent sein. Ich verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht, warum man sich solche Kämpfe liefert um textlastige Angebote. Denn die Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind ja Bild und Ton, Bewegtbild und Ton. Und ich glaube auch, dass die Leute viel, viel heißer darauf sind, Bewegtbild und Ton zu sehen, anstatt irgendwelche langen Textabhandlungen. Deshalb finde ich ehrlich gesagt die ganze Diskussion über Apps, auch über die Ausgestaltung, wie die teilweise sind, also finde ich ehrlich gesagt ziemlich absurd. Ja, man hat ja immer den Eindruck, man hört viele Verleger, die klagen und die einem vorrechnen, wie schwierig es sei, Journalismus im Internet zu finanzieren. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass sie früher halt eben bestimmte Ertragsarten unmittelbar mit dem journalistischen Produkt verbunden hatten. Zum Beispiel Ehewünsche, also Partnerschaftsanzeigen, Immobilienmarkt, Automobilmarkt, all diese Dinge. Das ist jetzt mittlerweile alles fein abgetrennt in einzelne GmbHs und jetzt läuft die Partnerschaftsbörse als Parship.de, bringt wahnwitzige Erträge und auf der anderen Seite steht das journalistische Produkt relativ nackt da. Und das ist natürlich eine Art des Rechnens, wo ich mir vorstelle, dass die Journalisten, die Verlegerpersönlichkeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, wir brauchen eine freie, starke, unabhängige Presse, die hätten, glaube ich, nie so auf den kleinen einzelnen Cent geguckt, wie das da jetzt teilweise passiert.
Hallo Kapitalismus, ja. Ja, ich glaube, verlegert zu sein ist doch nicht nur eine Entscheidung, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern da ist auch ein Ethos dahinter, auch irgendwie auf die Gesellschaft einwirken zu wollen, auch Freiheit eines Landes zu erhalten durch eine unabhängige Berichterstattung. Und wenn da jetzt alles irgendwie wirklich so parzelliert wird in einzelne Gesellschaften und dann am Ende nur noch gerechnet wird, das sind nicht mehr die Verlegerpersönlichkeiten, die diese Republik stark gemacht haben, die so denken.